Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Dieses Mal habe ich es richtig gesagt. Im letzten Part habe ich ja magische Land gesagt. Sorry dafür, aber ich habe an das magische Garn gedacht. Und hier, bevor wir anfangen, ich habe hier gesehen, es gibt 10 Waddle Dees in dem Level. Oh, und man kann sich da direkt hinporten, wenn man auf Y vorgedrückt hat. Okay, das ist nice. Und erstmal... Ja, okay. Wir sehen hier auch nicht, was wir machen müssen. Ich weiß nicht, ob man das später aufgedeckt bekommt. Also wenn man den Level schon mal gespielt hat. Aber anscheinend ist es immer so, dass man es vorher nicht sehen kann. Okay. Und wir probieren natürlich alles, um hier die Challenge... cool, die Feuerfähigkeit, nice. Um hier die Challenge möglichst schnell abschließen zu können. Hallo? Er wollte gerade nicht. Keine Ahnung, was da los war, aber gut. Ist auch vollkommen egal. Und der Feuertyp respawnt auch. Das, Moment mal, war es nochmal eine neue Fähigkeit? Die, der Typ mit der Feder? Gibt es eine Federfähigkeit vielleicht? Wenn ja, dann werden wir den wahrscheinlich nochmal sehen. Ich denke nicht, dass der hier nur einmal in dem Level vorkommt. Und dann nie wieder. Also hoffe ich, dass wir den einfach nochmal sehen, den nochmal den einsaugen können. Und dass es tatsächlich eine neue Fähigkeit ist. Also in Super Mario Galaxy... Oh, okay. In Super Mario Galaxy war diese Federfähigkeit natürlich nicht so beliebt. Aber hier in Kirby könnte es natürlich ein... Oh, die erste Truhe. Hier in Kirby könnte es natürlich einen komplett anderen Effekt haben. Öffnen. Ah, okay. Okay. Das war einer der versteckten Waddle Dees. Ich dachte, da wird es jetzt wieder irgendwie... Keine Ahnung. Irgendeine Kapsel oder so drin geben. Ich weiß gar nicht, was konnte man denn bei den anderen Kirby-Spielen immer sammeln? Also in diesem Höhlenmodus von Triple Deluxe war so das... Obwohl neben Mouse Attack war das einzige Spiel, was ich gespielt habe. Triple Deluxe. Und da gab es so einen Höhlenmodus, wo man verschiedene... Oh, cool. Wo man verschiedene wertvolle Gegenstände finden musste. Oh, ich dachte eigentlich, man kann da rein. Na gut. Und die waren halt auch immer in diesen Truhen versteckt. Also zumindest sehr oft. Zumindest sehr oft. Und wenn es hier so mehrere Gegner gibt... gern abschießen können, dann das schon wäre als so Gegner, die einfach nur hier am Rumlaufen sind. Ach, wo ich gerade das Tor sehe. Im letzten Part, da gab es an einer Stelle einen Schalter und der hat ein Tor geöffnet, wo ich dann so meinte... Ja, das hier sieht irgendwie nach einer Falle aus oder so. Und davor habe ich auch irgendwie hier, guck mal. Da habe ich hier bei dem Dingen auch noch irgendwie versucht, irgendwas zu machen. Weil ich dachte, man könnte da irgendwie das Glas aufschlagen und so. Nein. Es war einfach ein Schalter, den ich schon reingedrückt habe. Aber gut. Besser so, als da irgendwas verpasst zu haben, ne? Okay. Und
Bei den... Ah, ja. Okay. Okay. Das geht also auch noch. Weil bei den Feuerfähigkeiten in 2D-Game... Oh, ey. Ja, aber hier ist die viel schwieriger zu kontrollieren, die Fähigkeit. In 2D-Game gab es natürlich immer verschiedene... Man kann sogar Emotes machen. Wahrscheinlich dann fürs 2-Player-Game. Aber okay. Ist eine nette Sache. Ja, da gab es auf jeden Fall mehrere Skills, die man aktivieren konnte. Auch mit der Feuerfähigkeit. Und zumindest dieses komische Dashen haben sie hier beibehalten. Und das ist wirklich sehr schwer zu kontrollieren, weil das tatsächlich kein Auto-Aim hat. Was ich mir eigentlich dafür gewünscht hätte, denke ich. Weil gerade auf mehrere Ebenen ist das dann doch schwieriger zu treffen. Und hier kann man sogar mal runterfallen. Ich glaube auch früher im Level ging das. Aber es ging ja in den... Oh, shit. Das ging ja in den ersten Leveln, ging das ja nicht. Dass man irgendwo runterfallen konnte. Aber jetzt fängt es so langsam an. Okay. Da ist wieder die Feder. Aber nee, das ist nix. Okay. Wollt's nur gewusst haben. Ach ja, Ja. Das Kanonenspielchen. Das kennt man schon. Schön. Schön, so Mechaniken wiederzusehen, die man aus den ganzen Games kennt. So, sorry. Musste mal kurz sein. Okay, nice. Damit haben wir den dritten Waddle Dee. Und ich denke, wir sollten auch alle finden. Nur wir haben noch keinen... Ah doch, Moment. Finde den geheimen Raum. Entzünde 4 Laternenschalter. Okay. Okay. Wir sind gut dabei. Okay, nice. Aber man kriegt... Zumindest, wenn man die... Attacke trifft, kein Damage. Das ist gut zu wissen. Das ist... Was? Ne. Was zum Teufel? Alter. Okay. Wir müssen das Safe benutzen, um irgendwo hochzukommen. Ja. Voll was? Au. Okay. Die Plattstampfen. Ist das witzig. Holy shit. Okay, schön. Können wir hier hoch? Gibt's hier oben irgendwas? Nein. Okay. Ich wollte es nur ausprobieren. Aber schön, dass wir die mittlerweile auch einsaugen können. Ohne, dass wir unsere Fähigkeit abgeben müssen. Finde ich sehr gut. Okay, hier können wir aber hoch. Sehr schön. Und eine weitere Kapsel. Ich weiß gar nicht, haben wir schon eine gefunden in dem Level? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Glaube schon. Aber kann genauso gut sein, dass wir keine bisher gefunden haben. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Bin mir echt nicht sicher. Was ist hier los? Die Stelle sieht sehr komisch aus. Ah, okay. Nur irgendein Plakat. Und da ist die nächste Kanone. Aber ich möchte mich erstmal umschonen. Was ist das?
Ach, die Feuerfähigkeit. Okay. Die Feuerfähigkeit ist das. Gut. Die haben wir natürlich behalten, weil wir ja sowieso wussten, dass wir die nochmal brauchen. Ah, okay. Und das erstickt sogar die Flamme. Das habe ich mir gedacht. Da müssen wir... Na, ausspucken. Was? Okay, dann folgendes. Dann stellen wir es hier hin. Okay, sehr gut. Nice. Sehr großzügig, das Zeitfenster, wo die Schnur noch brennt. Aber gut. Ist für den Anfang in Ordnung. Richtig viele Coins. Nice. Damit haben wir alle Waddledees gerettet. Und wir bräuchten jetzt nur noch eine Laterne, die wir entzünden müssen. Entferne das Wanted Poster. Okay, nice. Das haben wir auch. Aber es sah auch sehr auffällig aus, ne? Das sah wirklich sehr auffällig aus. Und ich hoffe, dass wir jetzt noch eine Laterne finden. Nein, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Wo habe ich denn eine Laterne übersehen, Mann? Ach komm schon, Alter. Können wir nochmal zurück? Nein. Alles klar. Mann, ey, wahrscheinlich sind wir dran vorbeigelaufen. Safe konnte man die im Video sehen, aber ich bin wahrscheinlich richtig dumm dran vorbeigelatscht. Naja. Die Eckkröte besitzt einen Panzer aus Beton. Ob sie sich dafür irgendwo ein Stück Burger... Was? Burger... Bürgersteig. Bürgersteig gemopst hat? Trotz Dickschädel und starkem Beißwerkzeug besitzt sie ein weiches Inneres. Mit dem passenden Vollstopfen-Modus gelingt es dir vielleicht, die harte Schale zu knacken und sie von oben zu besiegen. Der Warpstern. Was? Aber dazu gab es jetzt keine Beschreibung? Okay, na gut. Und tatsächlich, da öffnen sich Geheimlevel. Die geretteten Waddledees haben ein neues, seltsames Gebiet entdeckt. Die Straße der Schätze. Vielleicht warten ja dort seltene Items auf dich. Also nichts wie hin. Seltene Items? Die Kapseln oder wie? Okay, da wir noch Zeit haben, werden wir es auf jeden Fall machen. Werfen und fangen. Schatzsuche extrem. Schwierigkeit, ein Stern. Okay. Wir haben eine Minute dafür. Das sieht aber cool aus. Das sieht echt cool aus. Und ich glaube, hier ist es sogar besser, die Gegner zu ignorieren. Und sich einfach die Dinger hier zu schnappen. Und anscheinend sind diese Kreise hier immer
die Warpfelder, wo man, wenn man alle Dinger gesammelt hat, direkt hingehen sollte. Shit, 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 ich bin schlecht, ich bin schlecht. Okay, jetzt haben wir's. Aua. So. Jetzt aber. Oh, wir haben nur noch 10 Sekunden. Oh, aber da ist der Stern. Da ist der Stern, wir haben ihn. Nice. Ein seltener Stein. Spielzeit von einer Minute haben wir geschafft. Kriegen dafür anscheinend 50 extra Coins und... Bringt das noch irgendwas? Wahrscheinlich irgendwie so ein Sammelgegenstand. Also so eine... Ja, okay, das ist eine extra Challenge, die man noch abschließen kann. Ja, okay, nice. Weiß nicht, sollen wir einen Bombenschatz dann jetzt direkt in dem Part machen? Ja, okay. Triple Strike. Schalter im Visier. Zielzeit eine halbe Minute. Okay. Zack. Zack. Und zack. Man könnte theoretisch auch runterrennen. Und die aktivieren. Aua. Das lohnt sich, glaube ich, beim ersten Dingen noch. Aber ich denke, beim zweiten wird sich das nicht mehr lohnen. Und wir sind tatsächlich ganz knapp eine halbe Minute drüber. Ich denke, ich probiere es jetzt nochmal und werde zu den drei Schaltern runterrennen. Beziehungsweise, nee, ich mach's doch anders. Einen Moment. Okay. So soll es, glaube ich, gemacht werden. Okay. Aua. 3 Sekunden, um zum Ziel zu gelangen. Nein, geh doch hin! Boah, Alter! Boah! Okay. Das war knapp. Ja, man kann sich hier auf jeden Fall besser anstellen. Klar, keine Frage. Aber ich habe es geschafft. Und das ist alles, was zählt. Nice. Okay. Dann würde ich sagen, beende ich hier erstmal den Part. Ich werde dann... Ah, hier. Da mit dem roten Stern, im gelben Stern sieht man auf jeden Fall, dass es abgeschlossen ist. Okay. Ich werde dann für den nächsten Part hier das nachholen. Ich werde das Offcam machen. Also ich werde das nicht zeigen. Ich denke, man... Ich werde wahrscheinlich einfach dumm dran vorbeigelaufen sein. Und wenn ihr das selbst nicht findet, dann könnt ihr einfach ein anderes Video anschauen. Also ich denke, es wird da zahlreiche Videos geben, wo man ja diese ganzen Challenges zeigt, was man da machen muss und so weiter. Ich denke, es wird kein Problem sein. Okay. Ja, beziehungsweise... Ich möchte das auch im Video nicht zeigen, weil das einfach keine großartige Challenge bietet, sondern du gehst halt einfach dahin und zündest die Laterne an.
droppen. Das war's. Hier bei den Challenges ist es was anderes. Da werde ich das dann zeigen, wie ich das gelöst habe. Aber hier bei so kleineren Aufgaben nicht. Alles klar, dann haben wir das ja geklärt. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit der Kugelsteinstraße. Das hört sich so an, als würden große Felsbrocken auf uns zurollen. Bin nochmal gespannt, was das hier ist. Boah, das sieht cool aus. Okay, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann... Okay. Du hast ein verstecktes Portal zu einer Straße der Schätze entdeckt. Mal sehen, was dich auf der anderen Seite erwartet. Ja, okay, nice. Kegelstopferschatz, 3 Sterne. Gibt's nur 3? Oder gibt's auch 5? Ich denke, es wird nur 3 geben. Aber gut, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.